Ja, herzlich willkommen, Kien Soppa beim SC Bern. Wo bist du gerade so? Was machst du? Ich bin jetzt gerade heimgekommen von einer Stunde vom Training. Hart gearbeitet und jetzt ausruhen. Bist du daheim? Wir hatten Corona-Zeit gehabt, respektive ist immer noch etwas, was aktuell ist. Ist es ein Ort, wo du viel bist gesehen während der Corona-Zeit? Genau, ja, ich habe schon recht viel Zeit allein verbracht. Da ich noch in Kanada war, die ersten drei Wochen vom Coronavirus. Und dann bin ich noch heimgeflogen und dann bin ich zuerst mal in Quarantäne für 10 Tage, bei mir allein. Was auch nicht amüsant war, aber das muss man einfach machen, das gehört dazu. Und ja, bin noch mit dem Hund gelaufen. Und mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Viel gamen habe ich. Gamen? Was Game ist so? So eher ein bisschen so Call of Duty. Okay. So Shooter-Games? Genau, ja. Und NHL oder FIFA? Eher nicht, nur mit Kollegen, wenn. Okay. Schauen wir noch deine Stationen an. Du bist immer noch relativ jung. Deine Vergangenheit, ich muss es ablesen, du hast so viele Stationen gehabt. Du bist Uzwil, Herisau, Davos, Wil, Rapperswil gesehen, bevor du dann zu den Elite-Junioren bist gekommen, 2017-18, wo du Topscorer bist gesehen, bevor du auf Kanada bist gegangen, da kommen wir später noch darauf zurück. Wieso so viele Stationen in der Jugendzeit? Ich weiss es eigentlich selber auch nicht. Also ich habe einfach angefangen, auch Spass Hockey spielen und mit der Zeit zu Uzwil hat es dann kein Team mehr gehabt und dann bin ich dann mal auf Herisau, weil ich immer noch Freude daran hatte. Und dann auf einmal habe ich ein Telefon von Vieran Ivankovic bekommen. Und es heisst, dass ich auf Davos kommen muss. Und der hat dann nach einem Jahr, nach einem Mini-Top-Jahr, wo wir dann Schweizer Meister sind worden gegen Bern, hat er gesagt, ich soll auf Rappi kommen. Und dann war ich noch 2 Jahre zu Rappi gewesen, und dann hat auf einmal das Telefon geläutet von Bern. Und jetzt, ja, bin ich in Bern gelandet. Was bekommen die Fans, also bekommt der SCB für ein Spiel mit dem Kien Soppa über? Ja, also ich würde sicher sagen, dass ich sicher recht viel Freude habe, dass ich auch das zeige, dass ich sehr körperlich spiele und ja, dass ich keine Angst habe. Ich habe gesehen in einem Interview, glaube aus den Staaten oder aus Kanada, ihr seid eine Hockey-Familie. Also du kommst aus einer Hockey-Familie, oder? Kann man so sagen, ja. Der Vater? Also, nein, ah, nicht der Vater. Genau das ist es. Der Vater ist der Einzige, der nicht Hockey gespielt hat. Ah, okay. Meine 3 Onkel, also ihm seine 3 Brüder, haben alle Hockey gespielt. Und mein Grossvater hat auch Hockey gespielt. Und so bin ich einfach ein bisschen reingekommen. Ich bin immer am Samstagmorgen auf den Eislauf gegangen. Und es hat mir Spaß gemacht. Also habe ich gedacht, wieso versuche ich es nicht einfach mal zu viel in einem Club, wenn es mir so viel Spaß macht. Und ja, jetzt bin ich da. Jetzt bist du da, ja, in der ersten Mannschaft. Was sind so deine Ziele oder was hast du vorgenommen für die erste Saison? Ja, also sicher, dass ich am Team kann weiterhelfen mit dem, was ich machen kann. Und sicher auch, dass ich viel profitieren kann von all den ältere Spieler, erfahrene Spieler. Was denkst du, wenn du jetzt also das erste Mal den, ich sage, vor Publikum einlaufen würdest, wissen wir ja Datum heute noch nicht, das Interview nehmen wir heute am 29. Juni auf. Wenn du so in die PostFinance Arena einlaufst, Trampi, wo jubelt und alles, wo deinen Namen ruft, was geht dir da für Gedanken durch den Kopf? Ja, also sicher, also nur schon vom Fernsehen aus komme ich Gänsehaut über. Und wenn du dann selber mal dort unten stehst, ist es sicher ein spezielles Gefühl. Würde ich sagen. Ja, das hast du gesehen. Ich kann es nicht sagen. Jetzt steht die Sommerferien vor der Tür. Was sind so deine Pläne, bis ja, die Ferien fertig sind und es dann schon wieder losgeht mit der Marketingwoche, glaubst du, das ist das erste, was ihr habt? Also ich weiß es noch nicht genau. Ich glaube, also wenn ich kann, dann gehe ich sicher noch meine Freundin ins Kanada besuchen. Und sonst, wenn das halt nicht geht, weil einfach die Zoll noch geschlossen sind und die Flüge auch noch nicht fliegen, dann gehe ich wahrscheinlich spontan irgendwo in die Ferien mit den Kollegen. Also,
Schauen wir, was dich herführt. Hoffentlich kannst du die Freundin besuchen. Es ist eben immer alles ein bisschen ungewiss. Pien Sopa, schön bist du bei uns. Und würde sagen, hoffentlich gleich auf dem Bitz zu Bern. Merci vielmals. Danke vielmals.